Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Reko Homebrew. Vielleicht habt ihr es im Intro eben schon gesehen. Ich habe die Homebrew-Sektion hier um einen kleinen Teil erweitert, und zwar den sogenannten Light-Bereich. Das heißt, wie der Name schon sagt, wird es hier ein bisschen kürzer zugehen als bei den normalen Reko Play oder Reko Homebrew-Folgen. Und hier sollen im Fokus stehen Spiele für die alten Retro-Spielekonsolen, die wir euch hier ja auch ansonsten auf dem Kanal vorstellen. Allerdings dies nur als Download-Version gibt. Das heißt also, die keinen physischen Release erfahren haben oder vielleicht auch sogar noch nicht einen physischen Release erfahren haben. Und das soll hier so ein bisschen im Fokus stehen. Und als erstes habe ich mir heute auch ein Spiel ausgesucht, was ich sehr, sehr cool finde. Voyage a Sorcerer's Vacation. Das Spiel ist ein Homebrew-Titel von dem vier Jungs, die wir hier gerade gesehen haben, schon im Namen. Und die haben den Namen Snacks, Abkürzung für Simply Not a Game Studio, sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, das Spiel ist ein Jump'n'Run und zwar ein ziemlich umfangreicher Hack des Spiels Alex Kidd in Miracle World. Hier sehen wir schon eine kleine Demo, aber die gucken wir uns jetzt nicht an, sondern wir starten das Spiel einfach direkt mal. Kaplosh, and like that your cruise ended on the shore of a strange island, certainly not the one with the 6.5 star spa resort you were looking forward to all year long. Well, the rescue team is probably already on its way. Or is it? Ja, dann haben wir hier eine kleine Landkarte. Wir starten da oben links am ersten Pfeilchen hier und können uns jetzt hier bewegen. Wir sind der kleine Magier hier mit der roten Robe, können mit der Taste 2 beim Master System springen. Wir können auch, je länger wir die Taste gedrückt halten, desto höher springen wir auch. Und mit Taste 1 können wir hier schlagen. Wir können über die Pausentaste hier vom Master System auch uns die Karte hier anzeigen lassen. Und dann sehen wir haben 3 Leben und noch keine Münzen aufgesammelt. Ja, der Homebrew-Bereich hier, wie gesagt, jetzt mit dieser Light-Variante, aufgrund eines fehlenden Everdrives, mit dem man ja quasi die ROMs auch von so Homebrew-Spielen hier jetzt auf eine, auf eine SD-Karte spielen könnte, um sie dann in der Original-Hardware zu spielen, habe ich leider nicht für keine meiner Konsolen. Daher sind die jetzt quasi, also die Homebrew-Light-Sachen, alle im Emulator gespielt, aber immerhin mit richtiger Hardware, das heißt mit dem richtigen Controller. Ich habe hier nämlich von Mayflash diesen USB-Adapter, an den man richtige Master System und Mega Drive Joypads anschließen kann. Das heißt, dass ja das Original-Spielgefühl wenigstens im Controller hier vom Master System und den Mega Drive Spielen ist dann hier trotzdem da. So, wir haben eben schon mal gesehen, natürlich müssen wir über das Spiel hier quatschen. Sehr, sehr schön finde ich im Übrigen. Die Wolken, die wir zum Beispiel hinten sehen, das ist alles mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Auch das Wasser hier, sehr schön. Genau, wir gehen dann ganz kurz mal in die Pause. Wir haben hier eben eine Flasche aufgenommen, wie ihr seht. Und wir können hier bis zu 3 Gegenstände anscheinend aufnehmen, die wir anscheinend auch dann benutzen können. Das werden wir dann nachher mal ausprobieren. Ja, und ich finde grafisch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht. Und wir laufen hier hauptsächlich jetzt rum, wie das bei einem Jump'n'Run, bei einem richtig typischen Jump'n'Run ist. Und genau. Laufen hier wie gesagt rum, sammeln Sachen ein, machen Gegner kaputt und hüpfen uns hier ein bisschen durch die Gegend und durch die Level. Genau, ich werde die Homebrew Light Sparte hier nicht allzu lang immer halten. Jetzt haben wir gerade ein Leben verloren, weil ich zu viel gequatscht habe wieder. Die werde ich nicht zu lang halten, das heißt, ich denke, wir spielen hier immer mal so, ja, so zwischen 5 und 10 Minuten die Spiele an. Komme ich anscheinend nicht hoch. So, dann haben wir den ersten Teil schon geschafft. Genau, es geht ja auch, wie gesagt, hier immer nur hauptsächlich um das Zeigen. Und ja, vielleicht auch einfach so eine kleine Empfehlung auszusprechen. Oder zu zeigen, wie man es nicht spielen sollte. Genau, wie gesagt, das Ganze gibt es kostenlos auf der Seite smspower.org. Verlinke ich euch auf jeden Fall hier in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Spiel, wie gesagt, völlig kostenlos, legal euch runterladen und einfach auch mal im Emulator anspielen. Ich finde, es macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß.
Musik gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Das Programmiererteam hier, Snacks, sind vier Jungs aus Berlin, Hamburg und Ulm, also quer durch die Republik verstreut. Und die haben, wie gesagt, hier auch aufgrund der AlexKit in Miracle World Engine im Prinzip so alles verändert hier, was man verändern kann. Und daraus ein ganz neues Spiel gebastelt. Ist das erste Projekt des Teams gewesen. Und das nächste Projekt ist aber auch schon in den Startlöchern. Das wird wohl ein Zelda-artiges Adventure. Das Master System klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend und cool. So, mal gucken hier. Genau, ein physischer Release dieses Spiels hier ist angedacht im Moment. Ah, hätte ich mal oben bleiben sollen. Ist angedacht und wohl in der Mache, aber wird wohl noch eine Zeit lang auf sich warten lassen. Na, das war doof. Game over. Das ging sehr fix. Ja. Probieren wir es doch einfach nochmal kurz. Genau, wie gesagt, Physical Release ist angedacht, lässt im Moment noch ein bisschen auf sich warten, wird aber wohl definitiv kommen. Und da kann man wirklich gespannt sein, auch auf das neue Spiel. Genau, ansonsten können wir noch sagen, dass das Spiel etwa 3 Jahre in der Mache gewesen. Sie haben wohl 2016 schon mal angefangen mit dem Spiel und hat sich dann alles so ein bisschen hingezogen, wie das natürlich bei, ich sag das einfach mal, Privatprojekten, wo kein Zeitdruck und kein Gelddruck irgendwie dahinter steckt, wie wenn man das jetzt zum Beispiel auf Kickstarter finanzieren würde, sondern das wirklich rein aus Hobby und aus Spaß macht, dann gibt es natürlich auch noch so das Privatleben, was natürlich nebenbei immer noch so läuft. Und deswegen sind so Projekte natürlich auch etwas länger in der Mache dann immer. Aber wie gesagt, also ich finde ein ganz, ganz tolles Spiel. Macht richtig Spaß. Wie gesagt, den Link, wo ihr euch das Spiel downloaden könnt, gibt es auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was das für ein was das gewesen ist, wo wir jetzt gerade eben so gezittert haben. Genau, wir können einfach mal gucken, dass wir hier ein bisschen schneller durchgehen. Wieso kann der denn durch die Plattform hier? Das ist ja fies. Dass ihr vielleicht noch ein bisschen was anderes seht. Und bevor ich es wieder vergesse, probieren wir doch jetzt einfach mal diesen Trank hier aus. Und können jetzt schießen. Wie cool ist das denn? Das ist richtig cool. Scheint auch nicht begrenzt zu sein, der Schuss. Also, ihr habt gesehen, wie man das Spiel nicht spielen sollte. Auf jeden Fall wirklich, klare Empfehlung von mir. Guckt euch das Spiel mal an, spielt es selbst mal im Emulator oder zieht es euch auf euer Everdrive, wenn ihr eins habt. Macht richtig Spaß und Laune und ich bin gespannt, was es von dem Programmiererteam noch als nächstes geben wird. Dann wäre es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.